Guck mal hier, geiler Vergleich, du hast quasi deine Arme in der Hand. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Genau. Motti sitzt im Auto, Mutti sitzt im Auto und Papa Ralf holt jetzt gerade für uns alle Schokobrödelis und ich glaube auch einen Kaffee. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Wir haben es schon 21:45, liebe Leute. Heute ist Vize-Freitag. Das bedeutet morgen, Freitag, den 13. Wer hat da Geburtstag? Genau, meine süße Maus. Und heute ist ein richtig vollgepackter Tag. Denn wir wollen heute alles komplett fertig haben, dass wir morgen nur noch entspannen und der Kleinen einen richtig zauberhaften Geburtstag bieten können. Du darfst auch gleich vloggen. Ich habe meine Brille zu Hause vergessen. Ich bekomme heute im Laufe des Tages noch Bescheid, ob das mit meinen Augenbrauen morgen funktioniert. Hallo! Bei der Benefit Augenbrauen Bar im City Park. Im Douglas. Das wäre so cool. Dann könnten wir morgen das nämlich verbinden mit einem leckeren Frühstück dort. Und Heidi kann sich da so ein bisschen austoben vormittags. Und ich kriege die Augenbrauen schön. Dann guckt euch das mal an, Leute. Ich kriege die schon gar nicht mehr richtig gezeichnet. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes mehr. Ich habe schon bald mehr Augenbrauen als Haare auf dem Kopf. Und jetzt guckt ihr mir natürlich den Rest des Videos immer auf die Augenbrauen. Aber was soll's. Wenn das klappt, dann bin ich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich. Ansonsten sieht der Plan für heute wie folgt aus. Wir müssen alle Zutaten für den Kuchen und die Muffins besorgen. Wir haben ein ultra cooles Rezept von einer Zuschauerin bekommen unter dem gestrigen Vlog. Und dazu haben wir uns entschieden, das sieht Porno Deluxe aus. Also liebe Kerstin, vielen lieben Dank dafür. Das sind nämlich... Hayley sagt auch Danke, ne? Du kriegst auch gleich die Kamera, meine süße Maus. Wird Zeit, dass wir mal eine zweite besorgen für die Hayley Cam. Das sind nämlich Kinderschokoladen-Muffins. Richtig cool. Und die haben so coole Bewertungen. Und wir werden nur eine Fondant... Nur eine Fondant-Torte machen. Einfach ohne Vorlage. Einfach so aus dem Herzen heraus. Wir sind schon gespannt, was dabei rauskommt. Den Boden und die Füllung machen wir eigentlich so wie letztes Jahr. Aber dann nehmen wir euch sowieso mit, dann werdet ihr das ja sehen. Dann wollen wir jetzt gleich einmal ganz kurz das Auto aussaugen. Das sieht nämlich so schlimm aus. Das ist der Nachteil von so einem Mistwetter im Herbst, wenn es regnet. Und die Blätter und dann die sandigen Schuhe und so weiter. Da wird das Auto schneller dreckig, als man gucken kann. Anschließend fahren wir wieder in die Stadt, weil wir den Bademantel vergessen haben. Und online habe ich keinen schönen gefunden. Deswegen möchte ich unbedingt zu Zara. Da hat sie nämlich ihren letzten her. Ralf muss noch mal kurz zu O2. Dann geht es noch mal einmal zu Toys R Us, weil wir eventuell die Puppe mit diesen pinken Haaren umtauschen. In die mit den gelben Haaren, weil die pinke hat so einen Stern im Gesicht. Das ist so eine Special Edition. Und die ist auch so riesig, die passt gar nicht richtig in den Kinderwagen rein. Geschenkpapier wollen wir noch kaufen und für die Kiddies morgen so eine Geschenketüten. Ach, und weißer Geier, ihr seid ja heute den ganzen Tag mit dabei. Guck mal hier. Wer ist da? Ist der Papi wieder da? Kuckuck. Das größte Problem, was wir haben, ist, einen Vlog heute Abend um 19 Uhr online zu stellen. Denn wir wollen euch natürlich mitnehmen den ganzen Tag bis abends, bis wir dekorieren und alles. Und dann müssten wir irgendwie so mitten am Tag abbrechen. Ich habe noch keine richtige Lösung dafür. Muss ich mir noch überlegen, wie wir das Ganze machen. Könnte sein, dass ihr diesen Vlog wirklich am Tag von Hayleys Geburtstag abends um 19 Uhr seht. Oder. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht machen wir nachher auch nur so ein 10-minütiges Q&A, ganz gemütlich bei einer Tasse Kaffee, wenn wir im Zimmer mit Hayley spielen. Und das seht ihr dann quasi am Donnerstag um 19 Uhr. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir müssen jetzt los, ne, Papi? Mhm. Lösung gibt's immer. Richtig. Wow, hast du dich ganz alleine angeschnallt? Wo sitzt du denn hier? Wow, cool. Ist ein Zug, ne? Das ist aber hübsch gemacht. Papa Ralf ist jetzt gerade bei Toys R Us und guckt, ob die Puppe da ist. Hoffen wir es mal. Und wir haben jetzt kein
Euro. Dann könnte Heidi nämlich mal eine Runde fahren, ne? Richtig doof. Aber vielleicht auf dem Rückweg nachher, mein Schatz. Ich habe echt keinen Euro dabei. Ich die neu an. Möchtest du gar nicht, dass das angeht? Nein. Ach so, okay. Und was steht hier? Was ist das? Oh. Ein Reh, ne? Hey. Ein Reh. Und guck mal hier, Engel. Guck mal. Ein Haus. Schau mal. Hier ist ein Haus. Cool, ne? Willst du nicht? Wo ist Papa gerade? Da drinnen. Und was macht Papa da? Genau. Wir machen nämlich gerade einen Zwischenstopp bei Chibo. Und da holt Ralf uns jetzt einen richtig leckeren Latte Macchiato. Und ich trinke am liebsten von Chibo den mit Nougat. Richtig, richtig lecker. Und dann müssen wir zu Zara. Und wir brauchen unbedingt noch die Geburtstagszahl. Wir haben jetzt eine bei Toys R Us zurückgelegt, aber die ist halt Silber. Und wir wollen halt Gold. Das muss ja passen. Ich auch. Jo, du auch. Da. Papa. Du zeigst Papa. Super machst du das, Schatz. Eins, zwei, drei. Das ist Papi. Wow. Oh, nee. Du bist so heiß, mein Schatzi. Oh, lecker, lecker, lecker. Jetzt hast du ja doch einen großen. Nougat. Nee, das ist normal. Echt? Und du hast nur einen kleinen genommen? Großes 1,5 Liter. Minimum. Ist klein. Nee, ist auch normal. Normaler Latte. Ich weiß, dass du einen kleinen hast. Hier. Stößchen. Mir läuft das Wasser nur so runter, Leute, ohne Spaß. Wir sind fix und fertig. Ich bin jetzt gerade aus dem Parkhaus rausgefahren. Ralf wollte noch ganz, 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 ganz schnell bei TK Maxx was erledigen. Und Geschenkpapier hat er so gerade noch besorgt, sehe ich. Das war das Einzige, was wir vergessen haben. Denn wir haben wirklich alles geschafft. Wir sind sowas von im Zeitverzug und so groggy einfach, ne Engel? Ja. Richtig krass. Wir haben es jetzt gleich, ich kann gar nicht mehr reden, 14:45. Aber... Das Auto ist vollgepackt. Motte am Start. Seht ihr das hier hinten? Das ist ihre Geburtstags-2. Karre geht gleich los. Wickeltasche und hier Einkaufstasche mit allen Backzutaten. Geschenkpapier. Papa ist mit am Start. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wenn man so ein kleines Auto fährt, weiß man erstmal, was es für ein Luxus ist, einen großen zu haben. Ja. Mit Kind auf jeden Fall. Und ich habe mir gerade beim Einpacken so krass meine Hand geklemmt in der Autotür. Guck mal, Engel. Richtig schlimm, aber Indianerherz kennt keinen Schmerz. Das Wasser, genau. Wir hoffen jetzt ganz, ganz doll. Zeig nochmal, aber sieht schon schlimm aus. Ja, ne? Es tut auch weh. Es tut richtig weh. Verarscht du mich gerade? Nee, guck mal wieder. Weißt du, Schatz, für diese Frechheit schon wieder genießen wir doch alle nochmal diesen super schönen Anblick von dir. Ich liebe dich. Mein lieber Freund, du hättest jetzt geheult und müsstest erstmal ins Krankenhaus. Ja, ne? Ist auch so. Wir hoffen jetzt auf jeden Fall, dass Motte hier drin gleich Mittagsschlaf macht, weil, wenn sie hier nämlich einschläft, dann können wir nämlich ohne Lärm die Butze aufräumen. Ohne Lärm, auch mit Lärm. Ja, weil sonst ist man ja doch immer ein bisschen leiser, wenn man den Haushalt macht, damit das Kind ja schön schläft, gell? Genau. Ach, ich schwitze auch wirklich. Auch, wie Julis Lieblingsspruch, ein Bär um Eier, wa? Ja, ist auch, ne? Oh, Schatzi, echt wirklich. Oh, ja, wirklich. Aber hier für reicht's noch. Richtig. Hier mit deinen Knochenhänden. Du bist auch ganz nass. Muss ich dich wohl auch gleich erstmal wickeln, ne? Ja, vor Angst. Wenn Jule sauer wird, ist es echt schlimm. Egal, wir haben es geschafft, Chaka. Wir haben es geschafft. Ja. Also die Vorbereitung erstmal, ne? Jetzt kommt gleich erstmal der Rest. Aber was soll's. Heidi auch, ne? Und Heidi war so, so tapfer, ne? Ja, wirklich. Wahnsinn. Und wieder mal fällt die Küche auf mich zurück. Ich habe so eine faule Frau, ne? Boah. Also wirklich, wenn die morgens schon aufsteht, braucht die erstmal eine Stunde Pause. Nein, Spaß beiseite. Zieht euch das Chaos mal rein. Hayley und Jule, die werden gleich Mittagsschlaf machen. Zumindest wird Jule Hayley erstmal hinlegen. Und ich werde wieder, wie immer, du auch. Auf den Chaos... Oder, hast du sauber gemacht? Wow, das ganze Chaos beseitigen müssen. Schrecklich, ne? Ja, tu mal nicht so, als wäre es ein Seltenfall. Ich kann das nicht mehr hören. Ja, aber ehrlich gesagt, nach dem stressigen Vormittag tut es mir ganz gut und ich komme dann ein bisschen runter, kann ein bisschen Energie wieder tanken, weil wir haben echt noch ein bisschen was vor. Ich mache mir gleich wieder meine Musik an.
Guck, das kann sie am besten Tresen festhalten. Oder hier in dem Falle die Arbeitsplatte, weil sonst hält sie nicht. Oh, Heidi, die macht ja nur Unsinn, Leute. Die ist über, wie sagt man, über den Punkt. On point nicht, aber über den Punkt. Ne? Kleine Hexe. Da. Ja, da. Was wow. Aus? Hayley, wer hat morgen Geburtstag? Und wie Hayley, alt wird Geburtstag. Hayley? Zeig mal. Wow, hast du das nebenbei gerade gezeigt? Ja, Papa wird jetzt das Chaos hier mal wieder bewerkstelligen müssen. Ja, das sagt er, Aber wisst ihr, wie es wirklich ist? Am Tresen festhalten, damit ich nicht umkippe. Ich werde jetzt Hayley ins Bett bringen und dann. Oh, ich bin so müde, ich leg mich mal kurz hin. Warte, halt die Haltung, beug dich mal wieder nach vorne. Diese Haltung hat sie einfach, weil sie so dünn ist, dass selbst die Bänder schon zu schwer sind. nee, gut, und dann wacht er auf und alles ist blitzeblank, inklusive Kuchen gebacken, Torte gebacken, Kuchen gebacken, dies, das. Das wäre mal cool, wenn das so wäre, ne? So, Schatzi, hier, zeig mal deine Erdnüsse. Wer ist über den Punkt, du oder Hayley? Hayley und ich, glaube ich. Ja, Schatz. Guck mal hier, geiler Vergleich, du hast quasi deine Arme in der Hand. Hier. Obwohl, die sind noch ein bisschen voluminöser. We can provide it. Oh, da ist der Tanz. Damit war ich hin und weg. Und vor allem die Gesichtsausdrücke, genauso. Kuckuck. Ich glaube, ich bin echt jemand. Und hier, warte mal. Schatzi, was machst du da? Ja, ja. Und natürlich wieder mit dem Kuss bestechen, ne? Ja, ja. Und wieder. Was machst du da, Schatzi? Hm? Erzähl Papa mal, was machst du da? Das ist nicht für die Muffins. So, lass uns mal hier Vollgas geben, Hase. 3, 2, 1. On the Mississippi down to the East Coast. Ich möchte nicht Haya machen. Baby, möchtest du Pizza? Das sind alles die Zutaten für unsere Kinderschokoladen-Cupcakes oder Muffins. Und natürlich auch ein bisschen schon was von unserer guten Fondant-Torte, ne Engel? Für die Ganache und so. Wenn Jule so spricht, dann kriege ich das Würgen. Ein auf Profi. Nee, Küche ist auch wieder sauber soweit. Man sieht. Und wir machen genau. Wow, ist es deine Herzdeko, mein Schatzi? Das ist bloß nicht mein, ich habe gerade aufgeräumt. Ich werde mich jetzt mal ans Backen machen und brauche dazu eine Küchenmaschine. Und dann nehmen wir das Schmuckstück hier. Was ist das? Ach, so ein Tortenuntersetzer. Das könnte man ja auch gebrauchen. Hier sieht es auch heiß aus in den Schubladen. Aber was soll's? Geschirrspülmaschine läuft. Ofen habe ich gerade sauber gemacht und die Bleche hier geschrubbt. Die sind gerade noch in Spüliwasser eingeweicht. Hier stehen immer noch die Materialien zum Backen. Ralf ist jetzt gerade dabei, den Vorgarten so ein bisschen fresh zu machen. Das ist ja echt durch dieses Mistwetter. Das ist der einzige Nachteil echt am Herbst, wenn die Bäume die Blätter verlieren. Dann hat man das echt im ganzen Garten und Vorgarten. Und da kannst du noch so gegen angehen. Es sieht irgendwie jeden dritten Tag aus, als hättest du immer noch nichts gemacht. Hayley hilft nämlich. Ich bin mal gespannt, wie lange sie heute durchhält. Weil genau ein Tag, ne, bevor ihr Wurzeltag ist, schläft das Kind nicht. Das sind die besten Voraussetzungen. Ich stelle mir jetzt mal die Küchenmaschine hier hin. Das ist die von Omi. Die mich schon lange verfolgen, wissen, dass ich ja sonst immer so eine weiße hatte. Und die habe ich jetzt meiner Freundin geschenkt. Und wir benutzen jetzt die von Omi, weil die haben wir ihr ja 2016 Weihnachten geschenkt. Ich hoffe, ich komme jetzt damit klar, aber eigentlich ist es ja alles dasselbe. Ich werde jetzt auf jeden Fall für die Fondant-Torte für Motte die Böden machen. Das werden Schokoböden und einmal die Füllung, also die sogenannte Ganache. Einmal zum Füllen und einmal zum Bestreichen. Und das muss nämlich dann in den Kühlschrank. Und dann werden wir die Torte einfach morgen Vormittag mit Ralf zusammen machen. Weil wir müssen noch das Wohnzimmer einmal, sag mal schnell, dekorieren und aufbauen. Weil wahrscheinlich werden wir den Küchentisch abbauen. Was heißt wahrscheinlich? Wir werden ihn abbauen. Guck
mal, wie es hier noch aussieht. Also wir haben noch einiges zu tun. Hayley hat hier auch gerade schon wieder eine Party gefeiert. Und dann wollen wir den Tisch so lassen, wie er ist. Dann wollen wir die Couch wahrscheinlich an die große Fensterfront hier drehen. Also einmal quasi so rum. Und dann werden wir den Küchentisch hier entlang machen. Dann quasi wie so eine Tafel, dass man trotzdem dann noch auf der Couch sitzen kann. Das ist der Plan. Wie das Ganze dann nachher umgesetzt wird, das ist wieder eine andere Frage. Ich werde jetzt nämlich den Akku laden, denn der blinkt auch schon wieder. Dann könnt ihr weiterverfolgen, wie wir das Ganze hier dekorieren, aufbauen, backen und so weiter. Und deswegen hoffe ich, euch hat dieser Vlog wieder gefallen. Lasst uns gerne ein Däumchen hoch. Wir freuen uns immer riesig darüber, über euer Feedback in den Kommentaren. Wir haben euch lieb. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.